Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute backe ich diese wunderbare Landbrot. Schaut, wie toll sieht er aus. Knusprige Kruste und so schön weich innen drin. Schaut, richtig schönes Brot. Backe ich ihn mit dem Sauerteig. Aber heute backe ich mit einem echten Sauerteig, welchen habe ich von vielen Jahren schon gemacht und habe immer in meinem Kühlschrank. Und so wird es das Brot. Aber dieses Brot, wenn ihr keinen Sauerteig habt oder macht ihr das nicht, kann man genauso nachbacken, nur mit ganz normaler Hefe. Wenn ihr wenig Hefe nehmt, zum Beispiel wenn ihr nur 10 Gramm Hefe nehmt, frische Hefe, dann könnt ihr es über Nacht gehen lassen und durch diese Lane gehen, bekommt ihr auch so ein schönes Brot. Wenn ihr natürlich an einem Tag macht, dann nehmt ihr die Zutaten, was ich genommen habe, und nehmt ihr dann nur 20 Gramm von den Hefe. Und dann habt ihr auch dieses Brot. Weil manchmal, wenn die Zuschauer schauen, oh, die hat Sauerteig, nee, da kann ich dieses Brot nicht backen. Doch, ihr könnt auch dieses Brot backen mit ganz normalen Hefe. Ich wünsche euch viel Spaß beim Backen und danach einen guten Appetit. Es ist wirklich sehr schönes Brot geworden und schmeckt wunderbar, lecker. Es riecht so toll, absolut nicht nach sauer, obwohl es ist mit Sauerteig wird gemacht. Und schaut, so lecker, so schön weich. Viel Spaß, liebe Freunde. Am Abend stellen wir erstmal unseren Sauerteig, so einen Vorteig, vor. Ich nehme erstmal von meinem Sauerteig, erstmal wiege mir was ab. Ich habe ihn heute früh eingefüttert. Dann mache ich meine Gummi da, wo es aufgehört ist. Und wenn es das bisschen schon hochgegangen, dann stelle ich es in den Kühlschrank, bis dass ich das nächste Mal ihn nicht brauche. Er ist richtig schön fluffig. So, 2 Esslöffel meistens nehme ich. So, da wird das ungefähr 50, 55 Gramm. Kann man ein bisschen mehr nehmen. Wenn es möchtet, gerne etwas mehr verbrauchen von Einstellgut, dass er nicht zu viel sammelt sich. Und dann füttere ich dann gleich ein. Aber erstmal stellen wir den Sauerteig. Ich habe hier vorbereitet den Roggenmehl. Roggenmehl Vollkorn gebe ich komplett dazu. Es sind 120 Gramm für dieses Rezept. Und dann gebe ich genauso 120 Milliliter auch Wasser. So. Und jetzt verrühren wir einfach richtig gut. Und lassen wir über Nacht hier auf dem Tisch bei Zimmertemperatur arbeiten gehen. Eventuell kann man Prise Zucker oder Honig oder Agavendicksaft nehmen oder lässt einfach auch so, wird auch so gehen. So, alles gut verrühren. So machen wir alles ab und von den Wänden am besten richtig runter machen. Mit Silikon, so ein Spaten geht das gut. Decken drauf und über Nacht einfach ruhen lassen. So, am nächsten Morgen können wir unsere alle Zutaten in die Maschine rein machen und Teig kneten. Aber erstmal schauen wir nach unserem Teig. Schaut, wie ist der aufgegangen? Riecht säuerlich und schauen wir, wie so innen drin aussieht. Er meistens immer voll mit den Luftblasen. Sieht gut aus, ja? Jetzt habe ich noch 2 Sorten von dem Mehl vorbereitet. Hier haben wir Roggenvollkornmehl gehabt. Jetzt hier 550. Siebe auch. Das Mehl sich mit dem Sauerstoff wird erreicht. Und noch etwas von Vollkornmehl, Weizenmehl. In meinem Fall waren die alle Mehle in Bio-Qualität. Und dass diese Weizenschale geht auch rein. Und geben wir komplett in die Maschine. Können wir schon Salz dazu geben.
etwas Honig, Zucker oder in meinem Fall Agavendicksaft. Nur so vielleicht knappe Esslöffel, mehr nicht. Dann unser Sauerteig. Und dann habe ich heute vorbereitet Milch und Wasser. Wasser habe ich schon einen Teil für den Sauerteig zum Vorbereiten genommen. Und Rest habe ich jetzt heiß gemacht, weil mein Milch ist aus dem Kühlschrank. Und mache ich es zusammen, dann wird es lauwarm. Nicht heiß, wirklich lauwarm. Gebe ich jetzt in die Schüssel, dass ich den Schüssel etwas auswaschen kann und komplette Sauerteig geht in die Schüssel. Es kann man jetzt komplett ohne Hefe backen. Dauert natürlich etwas länger und das Brot etwas so fester, nicht so luftig. Wenn wir nur wirklich ganz wenig, in meinem Fall habe ich jetzt so eine kleine Ecke abgebrochen und abgewogen, die war 6 Gramm. Wenn wir ganz bisschen Hefe dazu geben, der Brot wird etwas luftiger. Aber das ist euch überlassen, weil wirklich dieses Brot kann man auch komplett ohne Hefe backen. Ihr habt jetzt selber gesehen, nur durch den Sauerteig über Nacht, wie gut es aufgegangen ist. Ich gebe meistens, nicht immer, aber meistens gebe ich ganz bisschen Hefe, wenn ich natürlich Hefe auch im Haus habe, gebe rein, dann brotet etwas luftiger, weil mein Mann auch mag nicht so feste Brote. Haben wir unsere Schüssel ausgewaschen, geben wir komplett jetzt rein. So, und jetzt können wir unseren Teig kneten. Erstmal werden wir so ungefähr 2-3 Minuten auf die langsame Stufe kneten und danach auf die schnelle. Insgesamt ungefähr sollte mal dieser Teig zwischen 10-12 Minuten kneten. So, wir haben fast 11 Minuten schon geknetet. Das wird schon reichen. Mache jetzt von der Wand zur Mitte. Ich lasse gleich in diese Schüssel auch den Teig aufgehen. Nur an die Seite mache ich ein bisschen Öl. So, nur ein bisschen. So ein bisschen nach oben ziehen und der Teig wird dann von dem Öl richtig schön glatt. Und lassen wir unseren jetzt Teig aufgehen, so lange, dass er sich richtig verdoppelt. Und bei jedem wird es unterschiedlich. Wenn er keine Hefe überhaupt genommen, dann wird er etwas länger. Wenn er auch so wie ich mit bisschen Hefe genommen, wird etwas schneller. Vielleicht sogar in 2 Stunden wird er schon aufgehen. Auf jeden Fall Deckel drauf und irgendwo an so einem warmen Ort, vielleicht bei dem Heizen, einfach stehen lassen. So, es ist jetzt 2 Stunden vergangen. Unser Brot schaut richtig schön aufgegangen. Aber wir werden erstmal noch kein Brot backen, sondern wir werden einmal ihn so ziehen und nochmal aufgehen lassen. So einfach von einer Seite und zu der anderen ziehen. Und dass der an Hand nicht klebt, oder in Wasser oder in Öl. Ich bevorzuge immer Öl. Ein sehr schöner und elastischer Teig geworden, richtig schön. Decken wir zu und lassen wir ihn nochmal aufgehen. Wenn wir ein paar Mal ihn sozusagen runterdrücken und nochmal aufgehen lassen, das ist für unser Brot viel besser. Es ist auch für unseren Magen viel verdaulicher, aber das Brot wird viel schöner, viel luftiger, auf jeden Fall gut. So, lassen wir unseren jetzt Teig nochmal aufgehen. So, es ist wieder eine Stunde vergangen. Schaut, wie aufgegangen ist. Richtig toll. Und jetzt können wir unser Brot formen. Dafür habe ich mir jetzt ein Sieb genommen oder Schüssel kann man nehmen. Wenn ihr kein Gärkörbchen habt, dann kann man sich selber basteln. Ich mache immer so, dass ich lege hier immer noch ein Tuch drauf und dann lege gleich Papier, dass ich mit dem Papier gleich kann in mein heißes
Topf rein rübertragen. Und dass das Papier wird elastisch da reinzukommen, mache ich meine Hände nass und zerknuddele einfach das Papier. So, meine Hände sind nass. Und jetzt können wir ohne Problem sie glatt zu streichen und legen in unsere sozusagen selbstgebastelte Körbchen. Dann kann man auch die Falten besser so glatt machen. Das haben wir vorbereitet. Stellen wir es mal an die Seite und werden wir erstmal unseren Teig rausnehmen. Erstmal gebe ich Mehl auf die Platte und dann hole ich meinen Teig raus. Schaut, so schön ist aufgegangen. Riecht sehr angenehm, absolut nicht so bissig sauer, richtig schön. So verteilen wir ein bisschen Mehl, dass wir genug Mehl haben, weil unser Teig ist etwas sozusagen klebrig und werden ein bisschen falten. Einfach alle Ecken erstmal zur Mitte, dann drehen wir es um. Und machen wir so mit den Händen, so wie streichen wir zart unseren Teig. Damit machen wir hier oben den sozusagen Spannung etwas Mehl weg, dass wir besser können an den Tisch schleifen. Dann wird das besser unten den Verschluss zu. Schaut, wie toll sieht er aus und lässt schon die Luft bläschen. Unsere Körbchen aber werden wir so reichlich mit dem Mehl bestreuen und legen wir unseren Teig da rein. So sieht jetzt aus. Mache den Deckel oben drauf und dann kann man jetzt hier bei Zimmertemperatur einfach so stehen lassen, ungefähr auch für 30, 40 Minuten. Und ungefähr nach 30 Minuten können wir unseren Backofen auf 230 Grad zum Vorheizen anmachen und ein Töpfchen mit dem Deckel reinstellen, auch zum Heißwerden. Das dauert meistens immer so 10, 12 Minuten. Deswegen schaut, wenn ihr seht, dass euer Brot schon einige Masse sich hochgegangen, dass ihr rechtzeitig auch ihre Backofen anmacht. So, es sind jetzt 30 Minuten vergangen. Unser Brot ist schön aufgegangen und er fängt schon hier zu platzen. Dann werden wir ihn schon langsam backen. Mein Töpfchen habe ich jetzt gerade aus dem Backofen rausgenommen. Schön vorgeheizt. Es raucht schon fast. Und geben wir unser Brot jetzt da rein. Besprühe ein bisschen mit Wasser. Dann noch ein bisschen Mehl obendrauf. Das dann Mehl dann klebt auch. Und schneiden wir einfach so kreuzartig an. Sehr vorsichtig, den Topf ist wirklich sehr heiß. Und wenn ihr keinen Topf mit dem Deckel habt, dann kann man dieses Brot auch so in die Form backen, müsst ihr aber dann die Schale mit dem heißen Wasser in den Backofen reinstellen. So, decken wir das zu und stellen erstmal für erste 20 Minuten bei 230 Grad. Danach machen wir die Temperatur rund auf 200 Grad und backen wir noch weitere 30 Minuten, sozusagen insgesamt 50 Minuten. Und dann machen wir den Deckel ab und schauen wir, ob das unser Brot braucht, nochmal was nachzubacken oder nicht. So, liebe Freunde, schauen wir nach 50 Minuten, wie sieht unser Brot aus. Schaut, wie ist er aufgegangen. Gucken wir unten. Ach, er ist durch und durch. Wir müssen ihn nicht nochmal nachbacken, sondern nur einfach abkühlen lassen. Und danach schneiden wir ein Stückchen ab und schauen, wie unser Brot geworden ist. Fühlt sie sich sehr, sehr, sehr locker, sehr schön. So, liebe Freunde, unser Brot ist jetzt abgekühlt. Es ist ein bisschen hier so geplatzt. Weiß nicht, ob weil ich ein bisschen zu tief geschnitten habe oder ist da so Teig aufgegangen. Naja, nicht schlimm. Hauptsache, es schmeckt. Jetzt schneiden wir einfach Stückchen ab
und schauen, wie es im Innen drin aussieht. Sehr weich fühlt sie sich innen drin. Wirklich sehr weich. Ein sehr schönes Brot geworden. Wirklich sehr schön. Sehr leicht. Wirklich federleicht. Schaut. Richtig schön feinporig. Nicht so große Luftblasen und so. Echt richtig. Ah, schöne und duftende Brot. So, liebe Freunde, sind wir wieder mal fertig. Und ich hoffe, es wird euch dieses Rezept auch gefallen und ihr werdet das nachbacken. Es ist wirklich nicht viel Arbeit mit diesem Brot. Es ist nur die Wartezeiten. Aber in dieser Zeit kann man immer was anderes machen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Backen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!